Samuel arbeitet für Google Project Zero, für Webbrowser und Mobilgeräten, Verwundbarkeiten. Und er war Teil des Teams, die einige der Verwundbarkeiten in diesem Talk, die er in diesem Talk vorstellen wird. Vor allem Verwundbarkeiten, die ohne User-Interaktion stattfinden und entfernt ein iPhone mit einer iMessage-Nachricht kompromittieren können. Bitte ein großer Applaus für Samuel. Okay, danke. Willkommen bei meinem Talk. Ein Hinweis, bevor ich anfange. Ich habe nur eine Stunde, das heißt, ich musste einige Details rauslassen, aber es wird auch einen Blogpost geben. Der hat auch viel mehr Details. Und an diesem Talk, ich wollte alles irgendwie reinkriegen und deswegen habe ich ein paar Details rausgelassen. Also das ist über iMessage. Und einiges trifft auch auf andere Messenger zu, aber wir konzentrieren uns auf iMessage. Was ist iMessage? Das ist ein Messenger-Service von Apple. Da haben wir im vorigen Talk auch schon was drüber gehört. Und soweit ich weiß, ist es standardmäßig angeschaltet, sobald jemand sich mit seinem Account in ein iPhone einloggt, was die meisten Leute machen, weil sonst kann man keine Apps runterladen. Und interessanterweise kann jeder an jeden anderen Messages schicken. Das ist also wie SMS oder Anrufe. Und wenn du das machst, dann kommt eine Notification, die man hier auf dem Screenshot sehen kann. Das bedeutet, dass irgendwelche Verarbeitung stattfindet. Und das ist also standardmäßig aktiviert und das ist ein Zero-Click-Attack-Service. Also das passiert, ohne dass der User irgendwas machen muss. Und auf dem rechten Screenshot sehen wir, dass man Nachrichten von unbekannten Sendern empfangen kann. Da steht dann nur, dieser Sender ist nicht in deinen Kontakten, aber die ganze Verarbeitung findet trotzdem statt. Die Architektur von dem ganzen System ist, das sieht ungefähr aus, wie iMessage strukturiert ist. Nicht besonders interessant eigentlich. Du hast die Apple Cloud Server und dann hast du den Sender und den Empfänger und die sind beide mit diesem Service verbunden. Und das war es eigentlich auch schon. Der Inhalt ist Ende zu Ende verschlüsselt, das finden wir super, super gut. Das heißt aber auch, dass Apple diese Exploits weder erkennen noch blockieren kann, weil die ja schließlich verschlüsselt sind. Und das ist interessant festzustellen. So, wie sieht ein iMessage-Angriff aus? Was brauchen wir vorher? Der Angreifer muss die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Apple-Accounts wissen. Das iPhone muss in der Standardkonfiguration sein. Also iMessage darf nicht aktiv deaktiviert sein. Und das iPhone muss mit dem Internet verbunden werden. Und das sind ganz schön wenige Voranwendungen, die wir brauchen, um diesen Exploit auszuführen. Weil es gibt ganz schön viele iPhones. Also nach ein paar Minuten hat der Angreifer volle Kontrolle über das iPhone. Das braucht so 5 bis 6 Minuten. Und das funktioniert komplett ohne visuelle Anzeigen. Also man kann das so machen, dass auch keine Notification während diesen Angriffs kommt. Okay, but before we get to exploiting, aber bevor wir jetzt auf den Exploit kommen, müssen wir die Verwundbarkeit prüfen und dafür müssen wir erstmal Reverse Engineering betreiben. Also da wollte ich ein bisschen erzählen, wie wir das Ganze angesetzt haben. Und die erste Frage, die man sich vielleicht fragt, ist, welchen Dämon oder welcher Service kümmert sich um iMessages? Und eine Art, das rauszufinden, ist, man kann sich einfach nur fragen, du schaust deine Prozessliste auf deinem Mac an, weil der Mac kann ja auch iMessages empfangen. Und dann stoppst du einen dieser Prozesse und dann siehst du, ob iMessages immer noch ankommen. Und wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich den Prozess gefunden, der irgendwie mit iMessage verbunden ist. Und wenn du das machst, dann findest du IM Agent und klingt schon so ein bisschen verwandt damit. Und wenn du den anschaust, dann hat er auch eine IMessage Library, die er lädt. Das sieht schon sehr relevant aus. Und dann kannst du auch diese Library in IDA laden. Hier oben rechts sieht man das. Und dann findest du viele Händler.
die zum Beispiel dieser Message Service Session Handler, und dann kannst du da mal einen Breakpoint setzen und in diesem Breakpoint siehst du die Messages, wie sie reinkommen, du kannst sie ausdrucken, anzeigen, ändern und so weiter. Das ist also eine super Art und Weise, da anzufangen. Und wenn du von da anfängst, dann wirst du natürlich dich fragen, wie schauen diese Messages aus? Das heißt, du kannst sie einfach mal ausdrucken in deine Konsole, wenn sie reinkommen in deinen Handler. Auf der rechten Seite sieht man hier, wie diese iMessages aussehen. Auf dem, also während sie versendet werden, als, die sind als P-List encodiert, das ist ein Apple-Format. Stell dir das vor wie JSON oder XML. Und ich denke, einige Felder sind selbsterklärend, also P sind die Participants, die Teilnehmer. Das ist, ich sende eine Nachricht an einen anderen Account, der auch mir gehört. Du hast T, das ist der Textinhalt. Also hier Hello 3603, du hast Version, die Version. Du hast auch aus irgendeinem Grund eine XML- oder HTML-Feld, was wahrscheinlich so ein Legacy-Dings ist. Das wird als XML geparst, aber das sieht schon ein bisschen komplex aus. Also man hätte vielleicht erwartet, eine einfache Nachricht, die einfach nur ein Text ist. Tatsächlich sendet er dieses Dictionary über das Internet. Dann schauen wir doch mal ein bisschen genauer, was da für Angriffsfläche ist. Mit dem Reverse Engineering, wenn man sich den Handler genauer anschaut, dann gibt es zwei spannende Keys, ATI und BP, und die enthalten NSKeyed Unarchiver-Daten. Das ist wieder ein proprietäres Apple-Format. Es ist ziemlich komplex, hatte schon einige Bugs in der Vergangenheit, und auf der linken Seite hier seht ihr ein Beispiel für eines dieser Archive. Auch das wird in einer P-List encodiert und ist dann eigentlich ein großes Array, in dem jedes Objekt einen Index hat, wie beispielsweise hier Index 7 ist die Klasse NS-Shared-Key-Dictionary und der Schlüssel 1 ist eine Instanz dieser Klasse. Das Ganze ist also ziemlich mächtig. Was es aber für uns bedeutet, ist, dass dieser Serializer Null-Click-Angriffsfläche ist, weil er wird geparst ohne irgendwelche Benutzerinteraktion. Gut, ich habe gesagt, es ist ziemlich komplex. Es unterstützt sogar Dinge wie zyklische Referenzen. Also man kann ein Objektgraph senden, in dem A auf B zeigt und B zurück zu A zeigt, aus irgendeinem Grund, wenn man das wollte. Nathalie hat einen super Blogpost geschrieben, in dem sie das in mehr Details erklärt. Was ich hier habe, ist nur ein Beispiel für die API, wie man die benutzt, hier unten auf der Slide. Wenn ihr Objective-C nicht kennt, diese Klammern hier sind einfach Calls. Also was es auf der letzten Zeile tut, ist, es ruft diese unarchived Object of Class auf. Ihr seht auch, man kann hier eine Whitelist mitgeben. In diesem Fall wird das also nur Dictionary, Strings und Daten entpacken. Das schaut also eigentlich schon mal gut aus. Interessanterweise, wenn man hier tiefer reingräbt, dann stimmt das leider nicht ganz, weil das erlaubt auch alle Unterklassen zu decoden. Also wenn wir ein Unterdictionary haben, das vom NS-Dictionary erbt, dann kann das hier auch dekodiert werden, was ein bisschen unintuitiv ist, weil das lässt die Angriffsfläche natürlich explodieren. Man hat also nicht nur 7 Klassen, die dekodiert werden können, sondern vielleicht 50. Das ist der Punkt, auf den wir uns fokussiert haben, als Nathalie und ich Dinge angeschaut haben. Das schaute am komplexesten aus. Wir haben eine ganze Reihe von Verwundbarkeiten gemeldet hier auf der linken Seite. Die eine, für die ich einen Exploit geschrieben habe, das war dieses 1917, haben wir am 29. Juli gemeldet, wurde kurz drauf die Lücke geschlossen, weil sie, wir haben auf das fokussiert, weil es am einfachsten schien. Wahrscheinlich könnten auch die anderen angegriffen werden. Es hätte wahrscheinlich einfach mehr Arbeit auf dem Heap erfordert. Apple hat relativ schnell eine Mitigation implementiert,
die den Code nicht aus iMessage aufgerufen werden lässt. Was das tut, ist, es erlaubt nicht weiter Subklassen zu dekodieren, was ich vorher erwähnt hatte. Das ist eine ziemlich gute Mitigation, blockiert ungefähr 90% der Angriffsfläche. Und in iOS 13.2 wurde dann ein voller Fix implementiert. Zu diesem Zeitpunkt war es aber nur noch lokale Angriffsfläche. Gut, was ist der Bug? Es ist ein Initialisierungsproblem in der Dekodierung. Die Dekodierung, der verwundbare Teil ist ein NS-Shared Key Dictionary, das in der Whitelist ist, deshalb darf es dekodiert werden. Schauen wir es uns an. Shared Key Dictionary mit etwas Pseudocode in Python. Es ist ein Dictionary mit dem Zweck, Werte zu Schlüssel zu Werten aufzulösen. Der Lookup ist sehr einfach. Es schaut nach einem Key im Shared Key Set und benutzt dann diesen Index, um den Wert in einem Array aufzurufen. Der größte Teil der Magie passiert also im Shared Key Set. Und was dort passiert, ist ungefähr, es wird ein Hash vom Schlüssel berechnet. Der Schlüssel wird verwendet, um einen Index in einer Rank Table zu finden. Und wenn dieser Index gültig ist, also wenn es ein Match zurückkommt, dann wurde ein richtiger Index gefunden. Wenn nicht, kann es zu einem anderen Shared Key Set zurückfallen und diese Berechnung wiederholen. Es schaut also schon einigermaßen komplex aus. Wieso braucht es diese Rekursion? Erschließt sich mir nicht genau, aber es ist hier. Also schauen wir uns doch an, wie das Ganze schiefgehen kann. Hier haben wir init with coder, das ist der Konstruktor für das Shared Key Set in der Decoding Phase. Und das scheint eigentlich ziemlich solide zu sein. Es nimmt Werte aus einem Archiv und speichert sie als Felder in diesem Shared Key Set. Ich gehe hier durch den Code in einzelnen Schritten, um aufzuzeigen, wo etwas falsch laufen kann. Wir beginnen also mit Shared Key Set 1. Das impliziert, dass dann ein weiteres sein wird. Und momentan ist alles auf 0 initialisiert. Wir führen die erste Programmzeile aus, NumKey wird gesetzt, wir sehen interessante Werte kommen, so weit, so gut. An diesem Punkt können wir NumKey auf alles setzen, weil es erst in ungefähr 3 Zeilen validiert wird, momentan also noch nicht. Das ist okay. Und hier kommt nun ein Rekursionsschritt, in dem ein anderes Shared Key Set geprüft wird, dekodiert wird. Das ist ebenfalls gefüllt mit Nullen und wir starten wieder oben. NumKey ist 1. Das ist okay. Dann Rank Table wird dekodiert und hier machen wir jetzt einen Kreis. Fürs zweite Shared Key Set, Shared Key Set 2, sagen wir, dass dessen Subkey Set Shared Key Set 1 ist. Das funktioniert. Der Shared Key Set Unarchiver hat besonderes Handling dafür und macht hier einen Zyklus und damit können wir loslegen. Danach dekodiert es das Keys Array. Schaut soweit so gut aus. Und nun macht es ein paar Sicherheitsprüfungen, um sicherzustellen, dass dieses Shared Key Set jeden Key aufrufen kann. Es tut das für jeden Key, in diesem Fall Key 1, Key 1. Und auch hier geht es in die Rank Table. 42 ist größer als die Num Table, das heißt, der Lookup klappt also nicht, fällt also zurück.
Und an diesem Punkt nimmt es das Hex 41, 41, 41, 41 als Index und vergleicht es mit FFFFF, was aufgeht, und vergleicht dann den Null Pointer mit 41414141 mal 8 und ruft dann an diesem Punkt ungültigen Speicher auf und stürzt ab. Das rührt davon her, dass in diesem Fall Shared Key Set 1 noch nicht validiert wurde. Und das ist genau der Bug, den wir exploiten werden. Ich habe hier Checkpoints, um sicherzustellen, wo wir sind. Momentan haben wir eine Verwundbarkeit im NS Unarchiver, die wir über iMessage aufrufen können. Schauen wir uns nochmal die Lookup-Funktion an, die wir vorhin schon gesehen hatten. Hier der fette Text, dort stürzen wir ab. Keys ist ein Nullpunkter, Index kontrollieren wir vollends. Und was dann passiert, das Resultat dieses Speicherzugriffs wird als Objective-C-Objekt verwendet. In der Realität ist es nicht Python, sondern Objective-C. Wir rufen dann eine Methode, zum Beispiel isNSString auf. Und irgendwann rufen wir den Destruktor, Dialog, auf. Das Ding, von dem wir lesen, wird also wie ein Objective-C-Object behandelt werden. Und das ist unsere Exploit-Primitive. Gut, wie nutzen wir das aus? Die Art und Weise, wie wir das ausnutzen, sieht ungefähr so. Also du hättest gern ein falsches Objective-C-Object im Speicher, das du referenzierst. Also wir können da eine arbiträre absolute Adresse referenzieren und da hätten wir gern ein falsches Objective-C-Object. Das hat immer einen Pointer zu seiner Klasse und diese Klasse hat eine Methodentabelle, die Funktionspointer zu diesen Messages hat. Das heißt, wenn wir diese gesamte Datenstruktur fälschen, also ein Fake-Objekt und eine Fake-Klasse, dann es passiert das, dass wenn, sobald der Prozess unsere Fake-Klasse irgendwie aufruft, dann haben wir Code-Ausführungen erreicht und dann ist echt Game Over. Und das wird unser Ziel sein für diesen Exploit. Hier haben wir zwei verschiedene Arten von Adressen. Auf der linken Seite haben wir Heap-Adressen oder Daten eigentlich. Und auf der rechten Seite in diesem NSString-Ding haben wir Bibliotheksadressen oder Code-Adressen. Einfach weil und auf iOS kannst du nicht, da kannst du keine schreibbaren Code-Regionen haben. Das heißt, wir müssen existierenden Code wieder benutzen und das heißt, deswegen müssen wir wissen, wo die Bibliotheken liegen. Und das ist genau das Problem, das wir jetzt haben werden, weil es gibt dieses Ding namens ASLR, Adressraum Layout zufällige Verschiebung. Das heißt, er verschiebt den Adressraum im Speicher zufälligerweise. Und das heißt, wir sehen den virtuellen Memory von einem Prozess bevor ASLR. Und da ist alles immer auf derselben Adresse gemappt. Das heißt, wenn du dieselbe Adresse auf verschiedenen iPhones hast, ohne ASLR wäre diese Library immer an der gleichen Stelle, der Heap und der Stack und alles über das Gleiche. Also das wäre echt, echt einfach, weil alles ist immer das Gleiche. Mit ASLR ist alles verschoben und deswegen sind die Adressen alle randomisiert, zufällig verteilt und das macht es deutlich härter, das auszunutzen. Das heißt, wir müssen ASLR umgehen. Denn wenn wir mal diese Idee, wenn wir mal in zwei Teile aufteilen, die Heap-Adressen kriegen wir auf eine andere Art und Weise als die Bibliotheksadressen. Und okay, wie kriegen wir jetzt die Heap-Adressen? Wir benutzen das ganz einfach. Du kannst Heap Spraying benutzen, das ist eine alte Technik. Seit 15 Jahren wird die eingesetzt. Und das funktioniert immer noch heutzutage. Die Idee ist, dass du einfach ganz viel Speicher allozierst. Zum Beispiel das da auf der rechten Seite, da kannst du testen. Und was da passiert ist, es alloziert 256 Megabyte Speicher auf dem Heap und danach wird eine Adresse, also da gibt es viele, aber hier benutze ich das 11 und dann 70,
da, das ist die Adresse, wo ich meine Daten finde. Und damit spamst du, damit sprayst du einfach 256 Megabyte zu mit dieser Kontrolladresse und das reicht normalerweise für diesen ersten Teil des Exploits. Die Frage ist noch, wie kann man Heap Spray über iMessage machen? Aber das funktioniert, weil NSKeyed Unarchiver großartig ist und lässt einen so viel seltsamen Sachen machen, die man ausnutzen kann für Heap Spraying. Der Blogpost wird dann noch mehr Details haben. Okay, also die haben wir jetzt. Wir haben die Heap-Adressen. Wir brauchen also nur noch die Bibliotheksadressen. Und dann gehen wir jetzt zurück zu dem virtuellen Adressraum. Auf iOS und macOS auch sind die Bibliotheken, also zum Beispiel hier diese drei Libraries, wirklicherweise sind es natürlich viel mehr, hunderte davon, die sind alle vorgelinkt, die sind pre-linked in einen Binary Blob. Das ist der DYLD Shared Cache, der Dynamically Loaded Shared Cache. Und alle diese Zwischenabhängigkeiten werden da schon vor, auf der Compile-Zeit vor ausgelöst, so deswegen haben wir, ist es schneller zum Laden. Und wir haben also diesen riesigen binären Blob. Und das hat alles, was wir brauchen. Das hat den ganzen Code, das hat alle die ganzen Rob-Gadgets. Und das hat diese ganzen Klassen, die wir brauchen. Und das heißt, wir müssen nur wissen, wo der DYLD Shared Cache liegt. Wenn du da so ein bisschen dich reingräbst oder die Dokumentation ansiehst, dann findest du raus, dass es immer zwischen diesen beiden Adressen gemappt ist. Also zwischen Hex 18 und dann vielen Nullen und dann 28 und vielen Nullen. Das heißt, es gibt nur ungefähr 4 GB Platz, wo die DYLD liegen kann. Und die Zufälligkeitsgranularität ist 0x4000 in Hex. Das heißt, iOS benutzt große RAM-Pages für diese Granularität. Das heißt, es ist relativ grob verteilt. Aber was am interessantesten eigentlich ist, ist, dass auf demselben Device der DYLD Shared Cache wird nur einmal pro Bootvorgang randomized. Das heißt, wenn du zwei Prozesse hast, dann ist der DYLD Cache immer an derselben Stelle. Und der geteilte Cache ist also immer an der gleichen Stelle. Und das macht es natürlich super interessant. Und auch außerdem ist dieser Cache 1 GB groß. Er ist gigantisch. Das heißt, er ist gar nicht so leicht, gar nicht so schwer in dieser 4 GB Region zu finden. Also das ist was so. Das ist also unsere Aufgabe jetzt. Wir haben diesen Adressraum, wir haben den Shared Cache. Und alles, was wir brauchen, ist, was ist dieser Abstand hier? Jetzt machen wir eine Art Experiment. Jetzt behaupten wir mal, wir hätten ein Orakel, das uns sagen würde, wenn wir eine Adresse geben würden, und dann könnte uns das sagen, ist diese Adresse gemappt, und zwar von einem anderen Computer aus, von Remote aus. Wenn wir das haben, dann ist es super einfach, dieses Problem zu lösen, weil alles, was wir machen müssen, ist, gehen wir einfach in 1 GB Schritten zwischen diesen beiden Adressen und dann irgendwann finden wir eine valide Adresse. Vielleicht nach 3 Schritten finden wir hier eine und von dort machen wir einfach nur eine Binärsuche, weil wir wissen, dass irgendwo zwischen hier und dem grünen und dem roten Pfeil, da fängt der Shared Cache an und da können wir eine Binärsuche machen und dann finden wir die Startadresse in logarithmischer Zeit, also Sekunden, Minuten, wie auch immer. Offensichtlich ist also die Frage, woher kriegen wir dieses Orakel? Das klingt etwas seltsam. Also schauen wir jetzt mal an Bestätigungen an iMessage, genau wie andere Messaging-Apps auch. Also wie so ziemlich alle, schickt eine Bestätigung für verschiedene Dinge zurück. iMessage hat Lieferbestätigungen und Lesebestätigungen. Die Lieferbestätigung sagt, das Gerät hat die Message erhalten und Lesebestätigung heißt, dass der Benutzer, die Benutzerin tatsächlich die App geöffnet und die Message angesehen hat. Man kann Lesebestätigungen ausschalten, aber soweit ich weiß, kann man die Lieferbestätigungen nicht ausschalten. Hier auf der linken Seite sehen wir einen Screenshot. 3 verschiedene Nachrichten sind gesendet worden und die haben 3 verschiedene Zustände. Die erste Nachricht ist gelesen worden, das heißt, er hat eine Lieferbestätigung und eine Lesebestätigung bekommen. Die zweite Nachricht ist als angeliefert markiert, das heißt, sie hat eine Lieferbestätigung bekommen. Und die dritte
Nachricht hat keine Bestätigung bekommen, so bisher. Warum ist das nützlich? Auf der linken Seite haben wir ein bisschen Pseudocode von dem EM-Agent, wie er eben Nachrichten behandelt, wenn er diese Bestätigungen sendet. Und wir sehen hier, dass es zuerst mal die P-List mit den Message-Daten durchparst. Dann wird es passiert dieser Unarchive-Schritt. Und das ist der Bug, den wir jetzt auslösen werden, während Unarchive. Und nur dann sendet es tatsächlich diese Lieferbestätigung. Das heißt, wenn wir einen Bug während dem NS-Unarchive auslösen können, dann haben wir einen Side-Channel von einem Bit, der uns sagt, weil wenn der crasht, dann sehen wir nämlich keine Empfangsbestätigung. Und wenn wir keinen Crash auslösen, dann kriegen wir eine Empfangsbestätigung. Ein Bit an Informationen. Und das wird unser Orakel sein. Idealerweise haben wir eine Verwundbarkeit, die uns dieses perfekte Orakel gibt, die sagt, ist diese Adresse gültig oder nicht? Also crash immer dann, wenn diese Adresse gemappt ist. In der Wirklichkeit kriegst du dieses perfekte Orakel nicht aus diesem Bug. Auf der rechten Seite siehst du die echte Orakel-Funktion für diese Verwundbarkeit. Das heißt, es muss gemappt sein, aber es benutzt auch den Wert, den es liest. Das heißt, es wird nur dann nicht crashen, wenn das der Wert entweder 0 ist oder hat das meistwertigste Bit gesetzt oder wenn es ein wirklich ernsthafter Pointer auf ein Objekt-C-Objekt ist. Das heißt, diese Funktion ist etwas mehr komplex, aber die gleiche Idee funktioniert immer noch. Das heißt, man kann immer noch binär suchen und den Cache damit auslesen, und zwar in logarithmischer Zeit. Es braucht nur so 5 Minuten und dann da muss ich euch nochmal auf den Blogpost verweisen. Gut, das ist also die Zusammenfassung, wie wir von Remote um ASLR drum kommen. Wir tun also diesen linearen Scan, wir prüfen, ob wir eine Bestätigung zurückerhalten, und das erste Mal, wenn wir eine Bestätigung erhalten, dann wissen wir, die Adresse ist gültig. Und von diesem Punkt starten wir diese Suchphase, die in ungefähr logarithmischer Zeit die genaue Startadresse findet. Es gibt hier ein paar normale Fragen, die man stellen kann. Die erste ist offensichtlich: Kann man diesen Agenten wirklich einfach 20 Mal nacheinander abstürzen lassen? Die Antwort ist ja. Es gibt keine Anzeige, die dem Benutzer sichtbar machen würde, dass dieser Dienst abgestürzt ist. Das Einzige, was man machen kann, ist irgendwo in die Crashlogs gehen, in Settings und Privacy, und dann sieht man die Crashlogs. Das tut aber keiner. Die zweite Frage ist: Standardmäßig ist iPhone konfiguriert, Crashlogs zu Apple zu senden. Ist das kein Problem? Ich habe das kurz angeschaut. Es scheint, als ob iOS höchstens 25 Crashlogs pro Service sammelt. Die Funktion ist nicht als Security-Feature ausgelegt. Das bedeutet aber auch, dass ein Angreifer einen Resource-Exhaustion-Bug einsetzen kann, um diesen Dienst zum Beispiel 25 Mal abstürzen lassen kann und erst dann mit dem Exploit anfängt. Das heißt, da würde keine Spur des Exploits in den Logs landen. Die dritte Frage ist, ob man das einfach reparieren könnte, indem man die Sendebestätigung sehr schnell sendet. Das war auch mein erster Vorschlag an Apple. Ich habe dann aber herausgefunden, das funktioniert nicht ganz, weil man dann einen Timing-Side-Channel machen kann. Weil wenn ein Dienst mehrmals abstürzt, dann wird der verlangsamt und startet erst ein paar Sekunden oder ein paar Minuten später wieder. Das heißt, anhand des Timings, wann man eine Erhalts- oder Lesebestätigung erhalten würde, könnte man denselben Angriff weiterhin ausführen, einfach ein bisschen anders. Okay. Gut,
An diesem Punkt starte ich die Demo. Die Demo hat zwei Teile. Und ich schaue mal, wo sie ist. Ich habe hier ein iPhone. Mit QuickTime kann man den Bildschirm hier auf den Projektor bringen. Das ist ein iPhone 10S vom letzten Jahr, Version 12.4, das ist ungefähr ein halbes Jahr alt, ist die letzte verwundbare Version. Was noch? Momentan sind keine Nachrichten in Messages. Und jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, dass das Wi-Fi funktioniert. Was man hier sieht, ist, der Exploit hookt sich mit Frider wir kriegen Sendbestätigung. Der Exploit funktioniert so, dass er die Messages-App mit Frider auf macOS hookt und jetzt spezifische Marker sendet. Und der Frider-Hook ersetzt dann diese Nachricht mit der aktuellen Payload. Nun prüft es diese Adressen. Es ist nicht zu langsam, würde ich mal sagen. Und hier werden immer neue Nachrichten angezeigt. Das ist schon das Ende der ersten Stufe. Das war ziemlich schnell. Das hat man eine gültige Adresse gefunden im ersten Probing-Schritt. Nun hat es 21.000 Kandidaten für die Basisadresse des Shared Cache und fängt an mit einer Binärsuche über diesen Raum. Jetzt hat es noch 10.000 und ist also ziemlich schnell. Ziemlich effizient. Während das läuft, machen wir hier weiter. Wir sind also hier. Wir können jetzt ungültige Objekte erstellen. Wir haben alle Adressen, die wir brauchen, 1.1 und 1.1 gefolgt von 7.0. Und indem wir das tun, können wir Kontrolle über den Programmzähler erreichen und dann wirklich Standardfunktionen benutzen, wie man sie in jedem Exploit macht. Man wechselt zum Stack, führt etwas Return-Oriented Programming aus und geht in seinen eigenen Code zurück. Es gibt noch ein Problem, Pointer Authentication, ein neues Sicherheitsfeature von Apple, das erstmals in diesem Device implementiert wurde von 2018. Und die Idee ist, es benötigt Unterstützung vom Prozessor. Die Idee ist, dass man eine kryptografische Signatur in den obersten Bits eines Pointers speichern kann. Ganz links seht ihr hier einen rohen Pointer, die obersten Bits sind Nullen, weil der Adressraum so funktioniert. Nun gibt es ein paar Instruktionen, die einen Pointer signieren können. Und entweder die benötigen einen Kontext oder nicht. Sie benötigen aber einen Key, der nicht im Speicher, sondern in einem Register ist und speichern dann diesen Pointer in den höchsten Bits, was ihr hier auf der rechten Seite seht in grün. Bevor wir diesen Pointer jetzt benutzen, authentisiert der Code diesen Pointer mit einer anderen Instruktion und wenn diese Instruktion scheitert, dann wird der Pointer ungültig gemacht und die folgende Instruktion wird einfach abstürzen. Das ist diese BL, Branch and Link Instruction, ein Funktionscall zu einem Funktionspointer, die aber erst authentisiert wird. Und genau an dieser Stelle wird der Prozess abstürzen, wenn der Pointer nicht authentisiert werden kann. Das heißt für uns, ROP funktioniert nicht mehr, weil Return-Oriented Programming bedeutete, dass wir eine Reihe von Pointers in existierendem Code fälschen mussten. Das können wir hier aber nicht mehr, weil ein Angreifer diese Signaturen nicht generieren kann. Also hier scheitert unser Exploit. Das Rote, was ihr hier seht, diese ungültige Objective-C-Klasse mit einem Funktionspointer, das funktioniert nicht mehr, weil wir diese Signaturen halt nicht berechnen können. Gut, was tun wir? Eine Möglichkeit, die immer noch existiert, ist, dass dieser Class-Pointer
der wird auch als ISA Pointer, der ist nicht geschützt mit Pack. Das heißt, wir können Instanzen von bestehenden, existierenden Klassen fälschen. Also wir können ein gefälschtes Objekt haben, das aber eine richtige Klasse zeigt, die richtige signierte Message Pointers hat. Das funktioniert weiterhin und damit können wir bestehende Messages aufrufen mit Kontrollfunktionen, die an einem Ort sind, wo sie nicht sein sollten. Also wir können diese Messages als Gadgets einsetzen. Gut, was können wir damit tun? Eine sehr interessante Message, die wir aufrufen können, ist Dialog, der Destruktor eines Objekts. Die meisten Objective-C-Exploitation-Szenarios haben eine Dialog-Methode. Es gibt ungefähr 50.000 davon in diesem Shared Cache, die wir aufrufen können. Und es ist davon auszugehen, dass eine oder ein paar davon wirklich interessant sind, weil die die Invoke-Methode aufrufen. Eine NS-Invocation ist eine gebundene Funktion, die hat ein Zielobjekt, eine Methode, die aufgerufen werden soll und alle Argumente, die mitgegeben werden. Und sobald man diese aufruft, diese NS-Invocation, wird über den Destruktor dann die entsprechende Zielmethode aufgerufen. Wir können also ein gefälschtes Objekt mit einem gefälschten Destruktor machen und über eine NS-Invocation aufrufen, was wir wollen. Ihr seht hier wieder diesen Schild, den habe ich in den Slides für Instanzen, wo Apple etwas gehärtet hat. In diesem Fall hat Apple NS Invocation gehärtet. Es geht also nicht mehr ganz so einfach, um das zu missbrauchen in unserem Weg. Wir sind am Punkt, wo wir beliebige Objective-C-Methoden aufrufen können. Und was ist mit Sandboxing? Also wenn wir Sachen reverse-engineeren und wir rausfinden, welche Services werden von iMessage benutzt, dann haben wir das auf der rechten Seite hier. Also wir haben diverse Services, die meisten davon sind gesandboxed. Das heißt, der rote Rahmen heißt, die sind in einer Sandbox. Lustigerweise ist Springboard, macht auch NS-Unarchiver-Stuff. Und zwar, es dequittiert den BP-Key und das könnte also unsere Verwundbarkeit auch auslösen. Und Springboard ist nicht in einer Sandbox, weil das ist der Haupt-UI-Process des iPhones. Also das zeigt den Welcome-Screen und die ganzen Icons und so weiter. Was das bedeutet, ist, dass wir einfach nur Springboard angreifen können und dann kriegen wir Code-Execution außerhalb der Sandbox. Das heißt, wir müssen uns über die Sandbox keine so großen Sorgen machen. Das ist repariert in iOS 13 und dieser Key ist jetzt auch in einer Sandbox dekodiert. Das heißt, wir können Objective-C-Methoden außerhalb der Sandbox ausführen und das heißt, wir können Benutzerdaten ansehen, wir können das Mikrofon und die Kamera ausmachen und das funktioniert alles super durch Objective-C. Aber was wir eigentlich wollen ist, wir wollen das gar nicht alles machen, sondern wir wollen einen Taschenrechner haben. Mit diesem Objective-C-Aufruf können wir das machen, indem wir da hier der startet die Taschenrechner-App. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Demo. Der Bypass hat tatsächlich die Hälfte der Leute, da kam was zurück und jetzt haben wir nur mit einer Nachricht am Schluss haben wir einen Kandidaten gehabt für den Shared Cache Hex 1867800 und so weiter. Jetzt bereitet es den Heap Spray vor. Das ist natürlich alles sehr zusammengehackt. Wenn du das wirklich sinnvoll machen willst, dann musst du zum einen den ganzen Heap Spray in einer Nachricht schicken. Ich bin nur faul und es war wahrscheinlich auch zu groß. Eine andere Sache ist, dass ich denke, dass du wahrscheinlich nicht wirklich Springboard angreifen würdest, weil Springboard sehr empfindlich ist und wenn es nämlich crasht, dann startet deine UI neu. Das heißt, wahrscheinlich würdest du in Wirklichkeit EM-Agent angreifen und dann einen Sandbox-Ausbruch-Exploit durchführen, denn dieser Bug bringt dich auch raus aus der Sandbox. Und das sollte also machbar sein. Die letzte Nachricht ist wohl angekommen. Er
friss hier kurz ein, aber schau, es funktioniert. Okay, das war unsere Demo. Die ist natürlich sehr, der ist sehr zuverlässig, dieser Exploit, weil da nicht viel Heap-Manipulation involviert ist, außer dieser eine Heap-Spray, der relativ kontrolliert ist, oder der kontrolliert ist. Okay. Was bleibt uns jetzt noch übrig? Eine Sache, die du machen kannst, ist, dir den Kernel angreifen, wenn du das möchtest. Da muss man mit zwei Problemen umgehen. Zum einen Code-Signing, du kannst auf iOS keinen unsignierten Code ausführen. Und der Workaround dafür ist, dass du GIT-Pages in Safari ausprobierst. Aber wir sind nicht in einem Web-Kontext hier, deswegen machen wir stattdessen, wir gehen nach JavaScript Core und machen einige Zaubertricks, um Systemcalls nach JavaScript zu überbrücken, und dann implementieren wir den Kernel-Exploit in JavaScript. Das braucht nicht weitere Vulnerabilities, also wir müssen keinen JavaScript Core-Bug finden dafür. Die Idee ist stattdessen, wie Pwn.js machen. Viele von euch kennen das vielleicht. Wurde erstmal für Edge benutzt, weil die auch was mit JIT, also Just-in-Times Compile JavaScript machen. Was ich also gemacht habe, ist, dass ich Sockpacket von Pwn.net benutze, also diese CVE-Nummer, die auf dieser Version 12.4 funktioniert. Das ist der Auslöser dafür. Ich habe nur den Auslöser portiert, ich habe nicht den ganzen Exploit reimplementiert. Dieser Trigger löst eine Kernel-Panic aus, das ist sehr schön kurz, was sehr nett ist. Und wenn du das aus JavaScript aus ausführen möchtest, dann geht es dir nur um drei Sachen. Zum einen brauchst du die syscalls, die sind hier in Fett gedruckt. Da sind vier verschiedene Systemcalls hier, also das sind nicht viele. Und die musst du von JavaScript aus ausführen können. Und die anderen Sachen, die du brauchst, das sind diese Konstanten. Sockstream, AF-Init6 und so weiter. Aber die können wir einfach die Werte nachgucken. Und dann das Letzte, was wir brauchen, ist, wir brauchen diese Datenstrukturen. Hier SONPX-Extension, und es braucht ein paar Integer, das braucht ein paar Integer-Werte für Pointers. Und dann, das ist die Magie, die hier passiert. Du nimmst sockpuppet.c und dann extrahierst du die syscalls raus. Es gibt eine Objective-C-Nachricht, die du aufrufen kannst, die DLSim dir gibt. Und was das dir erlaubt, ist, dass du native C-Funktionspointer bekommst, die signiert sind. Weil vorher konnten wir nur Objective-C-Methoden aufrufen, aber jetzt müssen wir syscalls aufrufen, die sind in C-Wrapper-Funktionen geschrieben. Mit DSM können wir signierte Pointer zu C-Funktionen bekommen. Dann müssen wir noch JavaScript Core betreten. Mit diesem Message Call können wir das machen im JS-Kontext Evaluate Script. Damit können wir JavaScript ausführen. Wir müssen mit dem Speicher ein bisschen rumspielen, ein paar Speicheradressen korrumpieren. Das ist nur so ein Standard-Browser-Exploit, denke ich mal. Und wenn du das machst, dann hast du das hier, sockpuppet.js. Sieht sehr ähnlich aus. Man kann so ein bisschen eine JavaScript-API, die Memory-Buffer allozieren kann, kann man sehen, und Speicherplatz beschreiben und Integer-Konstanten hat. Und sonst sieht es nicht viel anders von dem ursprünglichen Auslöser aus. Und das kann jetzt benutzt werden, oder das können wir jetzt auf den iMessage-Exploit draufbauen, aufbauend auf diesem Primitivum der Objective-C Message Calls. Und das sollte einen Kernel-Exploit aufrufen können. Und damit das Gerät völlig zu kompromittieren, ohne Benutzerinteraktion in weniger als 10 Minuten. Also das war der erste Teil. Wie funktioniert dann der Fix? Was ich jetzt habe, ist einige Vorschläge, wie man Dinge besser machen könnte. Eines der ersten Dinge ist der ASLR
die Umgehung von ASLR, die auf ein paar Mechanismen sich aufstützt. Das funktioniert ähnlich auf anderen Plattformen, zum Beispiel Android hat auch das Problem, dass das Mappings an derselben Adresse sind über verschiedene Prozesse. Das betrifft auch andere Messenger, die ähnliche Read-Lesebestätigungsmöglichkeiten haben. Der erste Punkt, schwaches ASLR, das sollte nicht so einfach sein. Theoretisch sollte ASLR viel stärker sein, viel zufälliger sein. In der Realität ist es dieser kleine rote Bereich auf der rechten Seite. Theoretisch könnte es das große grüne Rechteck nebenan sein. Das nächste Problem mit ASLR ist, dass es einmal pro Boot gemacht wird. Ihr seht also, dass für verschiedene Prozesse, die dieselben Dinge am selben Ort sind, das ist wahrscheinlich schwieriger zu korrigieren, weil an diesem Punkt viel darauf aufbaut, dass das so ausschaut. Es würde wahrscheinlich viel Performance brauchen, um das umzubauen. Aber vielleicht findet ein guter Engineer eine Möglichkeit, das zu korrigieren. Das dritte Problem sind Lesebestätigungen, die erstaunlicherweise den Seitenkanal öffnen können. Und das kann genug sein, um ASLR auszuhebeln. Und viele andere Messenger gehe ich davon aus, dass sie dasselbe Problem haben. Was hier funktionieren könnte, ist entweder diese Funktion zu entfernen, klar, oder sie von einem anderen Prozess zu senden, damit man dieses Timing-Ding nicht machen kann, oder sogar vom Server aus zu senden, wenn der Server schon die Zustellmeldung sendet. Das ist ein kleines bisschen beschissen, aber würde eigentlich funktionieren. Sandboxing ist wahrscheinlich offensichtlich. Alles, was Null-Klick-Angriffsfläche ist, sollte in einer Sandbox laufen. Das würde dann bedeuten, dass der Angreifer natürlich einen vollen Exploit braucht, um aus der Sandbox rauszukommen. Sandboxing kann auf der anderen Seite aber auch Information Leaks offensichtlicher machen. Es gibt einen Blogpost von Natalie über CVE-2019-8646. Sie hat es geschafft, Springboard dazu zu kriegen, HTTP-Requests an einen Server zu senden, die Fotos, Daten und so weiter enthielten. Wenn Springbox in einer Sandbox laufen würde, wäre das viel schwerer gewesen. Das ist also nicht nur über diesen zweiten Breakout, sondern auch für andere Sicherheitsfunktionen. Sandboxing sollte aber nicht alleine als Sicherheitsboundary, also Sicherheitsschnittstelle dienen. Schlussendlich etwas wie der NSKeyed Unarchiver Bug würde auch als Sandbox Escape Möglichkeiten anbieten. Schließlich, das Schöne wäre, wenn der Code für die ganze Zero-Click-Angriffsfläche offengelegt wird aber wahrscheinlich nicht. Ein letztes Ding ist, es wäre nicht schlecht, diese Angriffsfläche von Null-Click-Angriffsfläche zu Ein-Click-Angriffsfläche zu machen. Hier am Beispiel von Threema, wäre es schön, einen Prompt zu haben, wenn man Messages von Sendern erhält, von denen man noch keine Messages bekommen hat. Threema erlaubt es zum Beispiel. Weiter, der Service, der Dienst-Neustart-Funktion wird wahrscheinlich noch relevanter werden, wenn Speichertagging eingeschaltet wird, das auch ausgehebelt werden kann, wenn man mehrere Möglichkeiten hat. Also wenn ein kritischer Dienst 10-mal abstürzt, wäre es vielleicht nicht falsch, den nicht neu zu starten. Das braucht aber sicher noch ein bisschen mehr Hirnschmalz, weil wir wollen auch nicht irgendwelche Funktionen für den Nutzer ausschalten. Wäre aber sicher eine gute Idee, da ein Limit zu haben,
damit genau diese Orakel nicht mehr möglich sind. Kommen wir zum Schluss. Null-Click-Exploits sind ein Ding, sie existieren. Leider, es ist möglich, Speicherkorruptionsbugs von Remote auszunutzen, ohne ein zusätzliches Information Leak und trotz aller Mitigationen, die eingeschaltet sind. Wahrscheinlich, wenn man die richtigen Hebel betätigen würde, könnte das deutlich schwerer gemacht werden. Aber wir brauchen ganz sicher mehr Reduktion der Angriffsfläche, insbesondere bei Null-Click-Angriffsflächen. Und mit dem vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich glaube, wir haben Zeit für Fragen. Wir haben Zeit für Fragen und wenn ihr im Raum seid, dann stellt euch bitte an ein Mikro und wir haben möglicherweise auch Fragen aus dem Internet. Eine kurze Erinnerung, alle schönen Dinge funktionieren mit expliziter Zustimmung. Das beinhaltet hier am CCC auch Fotos. Wenn ihr ein Foto macht, dann benötigt ihr explizite Zustimmung aller Leute, die drin vorkommen. Also macht bitte keine Fotos ins Publikum, weil alle Leute zustimmen müssten. Wir haben eine Frage vom Internet. Und das Internet fragt, hat Apple dir irgendeine Belohnung gegeben und war es ein neues iPhone? Wir haben keine Art von Belohnung bekommen, aber das wollten wir auch gar nicht. Denn ich habe kein neues iPhone bekommen. Ich benutze immer noch meins. Ja, das ist ein 10S, also heutige Generation, heutige Hardware-Models. Kann damit bezwungen werden, also wenn das die Frage ist. Eine Frage von Mikro 3. Hallo. Ich habe nur eine Frage. Ich habe nicht wirklich verstanden, wie der Fix mit dem Server, der einen anderen Prozess die Lesebestätigung vom Server senden würde, von einem anderen Prozess, funktionieren würde. Weil wenn du die richtige Adresse erwischst, dann funktioniert das Ding, ja? Und wenn es funktioniert, dann würde man die Lesebestätigung, die Sendebestätigung weiterhin erhalten und sonst nicht, oder? Also die Idee wäre, also auf diese Art, da schicke ich diese eine Nachricht, die crasht und dann bekomme ich entweder eine Lieferbestätigung oder nicht. Wenn der Server schon Lieferbestätigung schickt, bevor er sie an das iPhone weitergibt, dann kriege ich immer eine Lieferbestätigung und deswegen könnte ich nicht herausfinden, ob meine Nachrichten einen Crash auslösen oder nicht. Das wäre die Idee dahinter, dass wenn man diese Messages auf der Serverseite schicken könnte, aber die Frage ist dann, wenn dann richtige Leute eine Nachricht schicken und die kommt nicht beim Empfänger an, dann, das ist ein Hack, das ist nicht perfekt und der Server könnte einfach nur dieses Delivery, diese Bestätigung schicken, nachdem sie herausgeschickt worden sind über TCP-ACK oder so, was im Kernel passiert, aber das ist ein Hack, das stimmt schon. Das ist ein Kompromiss. Wir haben eine Frage von Mikro 2. Hallo. Danke für den Talk. Zwei Fragen. Erstens, ist OS 10 auch ein Kandidat für diesen Bug? Und zweitens, kann man verschiedene Geräte auseinander unterscheiden mit dem RSLR-Bypass? Also macOS ist auch davon betroffen, genauso. Also genau dieser spezifische Exploit würde genauso laufen, weil der Adressraum ein bisschen unterschiedlich aus, aber man könnte das definitiv zum Laufen bringen und das auch effektiv. Bezüglich verschiedener Devices, damit habe ich nicht rumgespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es möglich sein könnte, da herauszufinden, dass es verschiedene Devices sind und welches Device gerade gecrashed ist, aber das habe ich noch nicht untersucht. Danke. Wir haben immer noch Zeit für mehr Fragen und eine von Mikro 1. Hi, danke für den Talk. Kurze Frage. Du hast gesagt, dass der Exploit ohne irgendeine Notification ausgeführt werden kann. Wie würde das aussehen? Also das habe ich mir kurz angeschaut, wie das funktionieren könnte. Tja,
Also zum einen kann man Teile der Nachricht herausnehmen, sodass sie nicht geparst werden kann beim Prozessieren, und dann wird sie einfach weggeworfen, weil es davon ausgeht, dass es Mülldaten sind. Und die andere Sache ist, dass sobald du die letzte Nachricht kriegst, sobald du da Code-Ausführung kriegst, kannst du Notifications am Zeigen hindern, also weil das ja danach passiert. Das heißt, bevor du Code-Execution kriegst, kannst du die Message nicht... ja, genau, aber danach kann man dann... dann kann die Nachrichten dann schlecht aussehen, sodass die Parsing-Stufe dann fehlschlägt. Wir haben noch ein paar Fragen. Wenn ihr euch nicht hinter ein Mikro stellen möchtet, dann könnt ihr übers Internet fragen. Mikro 4, bitte. Hi. Du hattest ein paar Vorschläge, um die Angriffsfläche zu verkleinern. Hast du auch Vorschläge, die du Apple oder Google empfehlen würdest, damit zu machen, was die sehen können? Logging, irgendwas in die Richtung. Ich habe die Liste dieser Exploits an Apple geschickt, und der Blogpost hat auch noch ein bisschen mehr Informationen. Aber ich habe denen genau diese Sachen gesagt. Beantwortet das die Frage? Habe ich das richtig verstanden? Ja, vielleicht habe ich das ein bisschen falsch verstanden, aber einige dieser Reduktionen in der Angriffsfläche schienen auf dem Gerät zu laufen, und ich habe mich gewundert, ob es irgendeine Monitoring-Stufe beim Anbieter geben könnte. Ja, das ist sehr schwer wegen der End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, der Server sieht immer nur verschlüsselten Müll und hat keine Art und Weise zu wissen, ist das ein Bild, ist das Text, ist das ein Exploit. Das heißt, auf dem Server glaube ich nicht, dass man viel machen kann da. Ich glaube, es muss immer auf dem Device sein, im Endeffekt. Und eine Frage aus dem Internet. Wie geht man mit Angriffsflächen-Mapping um? Ja, Reverse Engineering, rumspielen, das Message-Format ansehen. In diesem Fall war es relativ offensichtlich, wo die Angriffsfläche ist. Einfach nur die verschiedenen Schlüssel dieser Nachricht herausfinden und wie die verarbeitet werden. Dann schauen, anschauen, welche am kompliziertesten aussieht, und den dann zuerst angreifen. Und das haben wir im Endeffekt gemacht. Eine Frage von Mikro 2. Hallo. Wie lange haben du und deine Kollegin da dran weiter geforscht, bis es lief? Also das Herausfinden der Dings war, da hat Nathalie ungefähr 3 Monate drauf verbracht, und die Ausnutzung dieser Verwundbarkeit, da hatte ich schon so eine ungefähre Idee, wie ich diese Ausnutzung angehen wollte. Das heißt, man hat mich ungefähr eine Woche gebraucht, aber ich hatte da schon sehr lange drüber nachgedacht. Während wir die Verwundbarkeiten immer noch gesucht hatten in den vorigen 2 bis 3 Monaten. Eine Frage von Mikro 3. Gibt es eine Bedrohung, dass das angegriffene iPhone in ein Angriffsgerät umgewandelt werden könnte? Natürlich, das kann man machen. Du hast die volle Kontrolle, das heißt, du hast Zugriff auf die Kontakte, und du kannst iMessages herausschicken. Die Frage ist, ist es notwendig? Also, weil du kannst ja diese Nachrichten von... Du brauchst kein iPhone, um diese Nachrichten zu schicken. Aber ich glaube, theoretisch wäre das möglich. Haben wir noch Fragen aus dem Internet? Bleibt das Telefon nach dem Restart kompromittiert? Nein, da ist keine Persistenz in diesem Exploit. Da habe ich gerade vor einer Stunde auch, hat jemand drüber gesprochen. Das heißt, da müsstest du diesen Exploit von ihm weiter benutzen. Wenn ihr Fragen im Raum habt, dann stellt euch bitte ein Mikro. Haben wir noch etwas aus dem Internet? Ja. Du hast den interessantesten Bug in iOS gefunden. Was ist das nächste, an dem du arbeiten wirst? Gute Frage. Ich kenne mich nicht wirklich selber, aber ich glaube, ich werde bei diesen Zero-Click-Angriffen noch ein bisschen bleiben und deren Reduktion. Tapferen Leute im Raum, hat das Internet mehr Mut? Wie lange
geht das, das Entdecken einer Verwundbarkeit und wie läuft der Prozess ab? Also die Frage ist, wie lange braucht dieser Ausnutzungsprozess? Also das ist generell schwierig zu beantworten, weil da gibt es ja Jahre am Rumhacken und Lernen und so weiter, die man eigentlich bedenken muss. Aber wie ich gesagt habe, ich hatte schon so eine ungefähre Idee, wie dieser Exploit aussehen könnte, und dann war das die Implementation nur noch ein, zwei Wochen. Der erste Teil, also iMessage reverse zu engineeren und den NS-Keyed Unarchiver zu reverse engineeren, das hat sehr viele Monate gebraucht und war sehr notwendig, um diese Ausnutzung, diesen Exploit zu schreiben. Das heißt, diese Exploit-Primitives, die wir benutzt haben, die verunstalten auch den NS-Keyed Unarchiver. Wir haben vielleicht zwei kurze Fragen von Mikro 4. Ich bin nicht besonders vertraut mit iOS' virtuellem Adressraum. Du hast zwei Heap-Regionen gezeigt. Und ich habe mich gewundert, wieso gibt es zwei davon? Okay, das ist nur ein kleines Detail, aber ich glaube, es gibt initial eine Heap-Region, die unterhalb des Shared Caches ist. Und wenn der dann voll ist, der Shared Cache, dann macht er noch eine zweite Heap-Region oberhalb des Shared Cache. Und deswegen, wenn die eine dann komplett ihren Platz verbraucht, dann gibt es halt eine zweite und die ist dann oberhalb des Shared Cache. Und das ist, glaube ich, das Bild, das du gemeint hast. And unfortunately we are out of time. So the person at microphone number one, please come up to the stage afterwards and perhaps you can grab it. Das war die deutsche Übersetzung von Messenger Hacking, Remote iPhones über iMessage kompromittieren, von Samuel Groß vom 36. Chaos Communication Congress. Eure Übersetzer waren. Thank you.